Hallo und herzlich willkommen zu Core, dem Channel, der dich kreaktiviert. Heute gibt es wieder eine Buchvorstellung und zwar die Bücherreihe Sketching from the Imagination. Da habe ich einmal Characters für euch und im zweiten Video dann auch noch Creatures und Monsters. Ich bin extrem begeistert von diesen Büchern und ich werde mit Sicherheit alle kaufen und ich werde mit Sicherheit von allen ein Review machen. Also erstmal ein kleiner Eindruck für euch, einfach nur mal durchblättern. In dem Buch werden euch 50 Künstler vorgestellt, die sich eben darauf spezialisiert haben, Charakter zu designen. Ihr habt die hier vorne und auch nochmal hinten mit Bildern alle gezeigt. Dieses Buch ist also einfach nur eine Ansammlung von den besten Charakter Designern, die es wohl gerade so gibt. Und um euch einfach mal einen Eindruck zu geben, das hier ist die wahrscheinlich süßeste Seite. Und das hier ist dann so die most kinky Seite. Also es gibt jetzt nichts sonderlich Nackteres in dem Buch und es gibt auch nichts sonderlich Kindischeres oder Niedlicheres als das da in dem Buch, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt möchte ich euch einfach ein paar Seiten vorstellen, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie unterschiedlich die Künstler hier sein können. Ihr habt hier immer direkt ein Statement, das ist alles in Englisch übrigens. Dann habt ihr immer die Inspiration des Künstlers erklärt. Es wird immer erklärt, welche Materialien benutzt werden, Techniken. Und dann wird noch was zur Kunst an sich gesagt. So, den will ich euch auch gleich zeigen, weil ihr dann auch gleich seht, dass es sehr realistische Ansätze auch gibt. Und vom Stil her wirklich sehr unterschiedlich. Die gefallen mir so gut. Ja, das hier ist meine persönliche Lieblingsseite. Mich hat diese Seite speziell total inspiriert und dann habe ich diesen Charakter hier designt und es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich werde mich mit Sicherheit auch in Zukunft mehr mit diesem Alchemie-Thema auseinandersetzen. Schaut euch die ganzen Details an und diese ganze Fantasie, die da drin steckt und da sind so gut wie keine Regeln beachtet. Und hier schaut mal die Gabeln und was da alles zusammengeschweißt wurde, total frei und ja. Genau, das hier ist ein ganz traditioneller Ansatz, eher dann an so ein Character Design ranzugehen auf getöntem Papier, mit Rüttelstiften und Kohle und natürlich auch weißen Stiften, total cool, rosa, grün. Oh, das ist auch richtig, richtig mega cool. Schaut euch mal diese coolen Tier-Character-Designs an. Da ist jetzt auch dieses süße Bild dabei, das ich euch schon gezeigt habe. Aber auch hier kleine Häschen. Ja, den finde ich auch richtig cool. Auch Tiere und Menschen. Schaut euch diesen Ausdruck an, der da drinnen steckt. Und ich finde diese Beine von dem Fuchs so süß. Die Beinchen erinnern mich an die Lilien. Ja, und auch sonst toller Ausdruck hier, tolle Mimik. Auch schon mit ein paar Fabelwesen, da geht es aber dann im zweiten Buch, geht es dann voll ab mit den Kreaturen. Und hier auch ein eher realistischer Ansatz, bei dem hat mir besonders gut die Umsetzung in Farbe gefallen. Auch hier die dynamischen super. Hier ist es ein bisschen creepy, aber auch voll gut. Hier noch eine eher realistische Zeichnerin. Das ist jetzt auch mit dieses Beispiel vom Anfang. Das hier. Richtig cool. Also wenn man es irgendwann geschafft hat, seinen eigenen Stil so zu finden wie der Typ, das wäre schon richtig
richtig krass. Hier auch wieder ein eher realistischer Ansatz, aber auch gut mit eigenem Stil. Vielen Details. Und hier, boah. Also das ist schon richtig gut. Diese Zeichnungen liebe ich auch. Oh Gott. So, weil es so schön war. Okay, das war's mit dem ersten Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Abonniert Lilo und mich. Bücher sind auch in Zukunft immer noch ein sehr wichtiges Thema für mich. Im zweiten Teil geht's jetzt weiter mit Creatures und Monsters. Also dann, bis gleich.